Servus! Wir sind Nino und Tom und in diesem Video stellen wir euch eine coole Wanderung im Westallgäu vor. Und hinter uns könnt ihr auch schon den Bodensee sehen. Wir testen nämlich den Premium-Wanderweg Berg und See und wir waren auch schon beim Hochberg und haben von dort aus eine wunderschöne Aussicht in die Hochalpen gehabt. Wie ihr hierher kommt und was euch bei der Wanderung alles erwartet, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Wir starten unsere Tour hier beim Kurhaus in Scheidegg. Hier gibt es einen großen Wanderparkplatz und auch eine Bushaltestelle. Man kann also ganz bequem auch mit Bahn und Bus anreisen. Unser Hotel ist nur wenige Fußminuten von hier entfernt, also mega praktisch. Wir folgen jetzt einfach der Beschilderung Premium-Wanderung Berg und See. Kann also nicht schief gehen. Los geht's! Die Wanderung, die wir heute vorhaben, die führt über die Ulrichskapelle hoch zum Hochberg. Dort in der Nähe kehren wir dann auch ein und genießen hoffentlich eine geniale Aussicht auf den Bodensee und auch auf die Alpen. Deshalb heißt die Wanderung auch Berg und See. Runter geht es dann wieder über Mögas und vorbei am Skywalk. Also eine wunderschöne Rundtour, die 16,5 Kilometer hat. Dafür sollte man ungefähr 5 Stunden einplanen. 16,5 Kilometer klingt jetzt sehr sportlich, dafür hat die Wanderung aber nur knapp 440 Höhenmeter. Es sollte also ganz gut machbar sein. Für uns ist es die erste Wanderung jetzt in diesem Sommer. Wir sind also hoch motiviert und freuen uns mega. Los geht's! Hier befindet sich jetzt auch der Skywalk Allgäu. Hier könnte man sofort in luftige Höhen steigen. Aber wir wandern erstmal und machen das vielleicht später noch, oder Nina? Ja! Wir biegen jetzt hier bei der Forststraße mal ganz kurz rechts ab und machen noch einen Abstecher zur Ulrichskapelle. Vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen, wir befinden uns hier an der Ulrichskapelle, die direkt an der Grenze zu Österreich bzw. zu Vorarlberg steht. Wir überschreiten die Grenze aber jetzt noch nicht, sondern erst später. Aber wir schauen jetzt mal schnell in die Kapelle rein. Hier direkt vor der Kirche befindet sich sogar eine Quelle, die eine heilende Wirkung haben soll, laut Legende, und vor allem bei Augenleiden helfen soll. Ja, dann Nina, auf geht's. Deine Augen werden doch eh immer schlechter. Tatsächlich werden die von Jahr zu Jahr schlechter. Also ich probiere es jetzt einfach mal. Allzu viel vielleicht kommt ja nicht raus. Irgendwie so. Für euch auch. Auf geht's. Wir sind jetzt hier kurz durch die Ortschaft spaziert und hier hat es auf jeden Fall eine sehr gute Landluft. Ja, das kann man wohl sagen. Wir gehen ja heute einen Premium-Wanderweg. Vielleicht noch ganz kurz zu der Frage, was ist ein Premium-Wanderweg eigentlich? Das ist ein Gütesiegel, welches uns Wanderern verspricht, dass wir eine möglichst schöne und abwechslungsreiche Wanderung erleben, die auch viel in der Natur ist. Das heißt konkret wenig Asphaltstraßen, viel Natur und auch eine sehr gute Ausschilderung. Das habt ihr ja schon im Video gesehen. Die Wanderung ist definitiv sehr gut ausgeschildert. Aussichtsreich ist sie auch noch, also was will man hier mehr? Kann sich keiner verlaufen. Übrigens gibt es im Westallgäu noch mehr Premium-Wanderwege, wie zum Beispiel Klamm und Mystik oder auch Wald und Wiese. Ihr findet auf unserem Blog die ganzen Wanderungen, also schaut da gerne mal vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Hier seht ihr jetzt noch mal eins dieser Schilder, aussichtsreich, das ist das Motto dieser Premium-Wanderwege. Und wir gehen jetzt los Richtung Trogerhöhe. Auf geht's nach Österreich! Musik
bis hoch zur Trögerhöhe wird es jetzt mal ein bisschen steiler. Wir haben es geschafft, denn zwar den höchsten Punkt der Wanderung erreicht, mit 1069 Meter, den Hochberg. Das Gipfelkreuz seht ihr hinter mir. Das ist auch ein super Brotzeitsplatzerl, denn hier hat man wirklich einen super Blick auch in die Hochalpen, in die österreichischen Berge rein. Die Berge haben wir jetzt schon gesehen. Jetzt kommen wir dann gleich noch zum See, und zwar zum Bodensee. Dort machen wir dann auch Mittag, und ich habe auch schon echt ein bisschen Hunger. Was hättest du gern? Irgendwas Leichtes, weil es heute so heiß ist. Ich hätte gern Kaiserschmarrn. Ein Kaiserschmarrn, mal gucken, ob es den gibt. Ui, der Bodensee. Eingekehrt hier im Gasthof Paradies. Warum der so heißt, muss man, glaube ich, bei dem Ausblick nicht erklären. Glaube ich auch nicht. Leider gab es keinen Kaiserschmarrn, aber dafür ein leckeres Lauchküchlein mit Käse. Sieht doch auch nicht schlecht aus. Eine Gemüselasagne. Genau. Also einen guten. Wir sind jetzt wieder zurückgegangen zum Hauptweg, denn der Gasthof ist so ein ungefähr 2-minütiger Abstecher. Und auch auf dem Wanderweg geht es jetzt wieder zurück nach Scheidegg. Aber da wartet ja zwischendrin dann auch noch der Skywalk auf uns. Beim Skywalk angekommen. Vom Restaurant bis hierher haben wir ungefähr so 1,5 Stunden gebraucht. Es ging immer ganz gemütlich auf der Forststraße oder durch den Wald bis hierher. Und weil wir jetzt noch Zeit haben, schauen wir natürlich auch hoch und zeigen euch die geniale Aussicht. Der Skywalk hat im Sommer täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und war jetzt echt nochmal ein schöner Abschluss. Ja. Wir gehen jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde zurück zum Parkplatz und möchten wir uns aber an der Stelle schon mal von euch verabschieden. Der Premium-Wanderweg Berg und See war wirklich sehr schön und ist vor allem auch für Familien und auch Einsteiger super geeignet. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch unseren Kanal, damit ihr keine Videos zukünftig mehr verpasst. Und wenn ihr gleich weiterschauen wollt, findet ihr hier noch weitere Wandervideos von uns. Tschüss. In diesem Sinne, ciao.